Der Fall Frau Kliebs ist ein wirklich mysteriöser Fall. Ich möchte im Grunde alles tun, dass dieser Fall tatsächlich dann eine Chance hat, gelöst zu werden. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die verschwunden ist und ermordet wurde. Ein unfassbar rätselhafter Fall. Rückblick. Frau Kliebs verschwand am 20. Juni 2006. Sie hatte ein Fußball-WM-Spiel in einem Irish Pub in der Paderborner Innenstadt geschaut. Danach wollte sie nach Hause gehen, dort kam sie aber nie an. Noch am Abend ihres Verschwindens meldete sich die junge Frau bei einem Freund per SMS. Für die Fahndung nachgestellt in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und auch in der ersten Woche nach ihrem Verschwinden meldete Frauke sich fast täglich. Hallo Frauke, wie geht's dir? Es hat insgesamt 7 telefonische Kontakte zwischen Frau Kliebs und einem Bekannten sowie Verwandten gegeben. Immer wieder kündigte sie an, nach Hause zu kommen. Am 27. Juni 2006 ruft sie zum letzten Mal an. Sie spricht mit ihrem Mitbewohner Christos und ihrer Schwester Karen. Wochen nach ihrem letzten Anruf wird Frauke dann gefunden. Ein Jäger fand die Leiche von Frau Kliebs am Abend des 4. Oktober 2006 in einem Waldstück bei Herbramwald. In diesem Waldstück bei Lichtenau im Kreis Paderborn wurde die Leiche gestern Abend von einem Jäger zufällig gefunden. Bis heute Mittag sicherte die Mordkommission Spuren. Der Fundort liegt einsam im Wald. Die nächsten Häuser liegen rund 3 Kilometer entfernt, auch Wanderwege gibt es hier nicht. Vermutlich der Grund, warum die verweste Leiche bisher nicht entdeckt wurde. Ungefähr 3,5 Monate nach Fraukes Verschwinden wurde sie tot in diesem Waldstück hier gefunden. Die Leiche war schon skelettiert, das heißt, sie hat hier schon lange gelegen. Die Kleidung ist aber noch zu erkennen. Rotes T-Shirt, blaue Jeans, weiße Sneaker. Die Polizei findet damals keine verwertbaren Spuren am Fundort, die auf einen möglichen Täter deuten würden. Die Polizei stellt damals fest, dass Fraukes Handy, ihre Tasche und ihre Uhr nicht mehr da sind. Eine Todesursache konnte endgültig auch nicht festgestellt werden. Laut Polizei gab es keine Hinweise auf Stich- oder Schussverletzungen. Und erdrosselt wurde sie sehr wahrscheinlich auch nicht, weil das Zungenbein noch intakt war. Das Waldstück wird in der Umgebung ausgerechnet Totengrund genannt. Auch so ein Rätsel. Ob der Ort extra gewählt wurde? Fraukes Mutter hat uns erzählt, dass sie bis heute viele Fragen rund um den Fundort beschäftigen. Da fehlt mir eigentlich bis heute die Untersuchung der Polizei, was für eine Bedeutung dieser Fundort hat, die Auffindesituation, die Tatsache, dass man alles mitgenommen hat von ihr, mit Ausnahme des Kreuzes. Ingrid Lieb spricht hier von einem Kreuz, das Frauke damals an einer Kette getragen hat und das bei ihrer Leiche gefunden wurde. Die Beziehung zwischen Fundort und Paderborn, wo sie gewohnt hat, von wo aus sie angerufen hat, wo sie verschwunden ist. Die Beziehung auch dazu, was Frauke überhaupt in dem Umfeld vielleicht gekannt hat. Da sind also eine Menge Lücken, die für mich bis heute auch durch Polizeiarbeit nicht gefüllt sind. Die Staatsanwaltschaft sagt, sie könne sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht zu diesen Fragen äußern. In den folgenden Wochen sammelte die aus 7 Bielefelder und 4 Paderborner Kriminalbeamtinnen und Beamten bestehende MK Lichtenau Hinweise und recherchierte im Umfeld des Opfers. Die Mordkommission hat insgesamt 700 Spurenakten angelegt und 1000 Personen befragt. 5 verdächtige Männer wurden intensiver vernommen, doch alle hatten ein Alibi. Auch Chatpartner der 21-Jährigen wurden unter die Lupe genommen. So war der Stand ein Jahr nach dem Mord an Frauke. Und auch heute, mehr als 15 Jahre später, ist noch immer nicht klar, wer sie ermordet hat. Verbindungen wie zum Beispiel zum sogenannten Horrorhaus von Höxter wurden mit der Zeit verworfen.
Im Ortsteil Bosseborn haben Wilfried und Angelika W. jahrelang Frauen gefangen gehalten und gequält. Als sie 2016 aufflogen, sahen die Ermittler Parallelen zu Fraukes Fall. Die Täter erlaubten ihren Opfern zum Beispiel, Kontakt zu Angehörigen aufzunehmen. Man hat zunächst geschaut in Fraukes PC, ob ein Chatverkehr mit dem Wilfried stattgefunden hat und hat dort keinerlei Anhaltspunkte auf eine vorherige Kontaktaufnahme von Wilfried gefunden. Außerdem wurden Fraukes Handydaten mit denen von Wilfried W. abgeglichen. Ohne Übereinstimmung, sagt Kai-Uwe Waschkies. Letztendlich scheint es auch, sag mal, psychologisch etwas schwierig, weil die, sag mal, Opfer im Komplex Horrorhaus von Höxter waren eher unselbstständige Frauen und alles, nach allem, was wir wissen, war Frauke eine lebensbejahende, selbstbewusste Frau. So viele Jahre Polizeiarbeit und es gibt noch immer keine Antworten. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie hart das für die Angehörigen von Frauke sein muss. Was uns zu der Frage bringt, wie laufen Ermittlungen in so einem alten Fall eigentlich ab? Man kann sich grundsätzlich, sag ich mal, eine Mordermittlung eher wie einen Sprint vorstellen. Man versucht als Ermittler, als Mordkommission einen Fall binnen 48 Stunden aufzuklären. Das war hier in diesem Fall natürlich nicht möglich. Das heißt, jetzt ist es mehr oder weniger ein Dauerlauf. Wir versuchen, durch beharrliches Abarbeiten der Spuren zum Ziel zu kommen. Und da ist es natürlich so, dass mal Spuren stärker angefasst werden und abgearbeitet werden, dass dann natürlich auch gewisse, sag ich mal, Lücken und Pausen entstehen. Es gibt auch immer wieder neue Hinweise, vor allem dann, wenn in den Medien über Fraukes Fall berichtet wird. Im November 2021 kam eine Fernsehdokumentation raus und kurz darauf haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Mitteilung veröffentlicht. Die Mordkommission Lichtenau zählt eine mittlere, zweistellige Anzahl an Hinweisen aus der Bevölkerung zu dem ungeklärten Tötungsdelikt. Unter anderem wurde auf einen Fall mit ähnlichem Modus operandi hingewiesen. Des Weiteren soll sich eine Person im Bereich Lichtenau bei einer behördlich angeordneten Kontrolle auffällig verhalten haben. Ingrid Liebs machen solche Mitteilungen nur wenig Hoffnung. Die Pressemitteilungen sind im Grunde ein Spiegel der Ermittlungen. Da steht nichts drin, um es ganz deutlich zu sagen. Fraukes Mutter hat seit ein paar Jahren eine eigene Internetseite, auf der sie auch um Hinweise bittet. Haben Sie auf dieser Webseite viele Nachrichten bekommen? Eine ganze Menge Hinweise bekommen, die auch dann an die Polizei in Bielefeld gegangen sind. Das ist völlig klar. Ich kann nicht die Polizeiarbeit leisten, aber ich habe auch da das Gefühl, dass die Arbeit sehr, sehr schleppend läuft. Und ich wüsste gerne, was von den Hinweisen, die über mich gekommen sind, wirklich bearbeitet wurde. Laut Ingrid Liebs gibt es Hinweise, denen nicht nachgegangen wird. Ich habe einen Hinweis, da hat mich die Zeugin angemeldet, hat gesagt, wir haben versucht, diesen Hinweis in Bielefeld abzugeben im K11. Die wollten uns nicht anhören. Dann haben sie gesagt, sie rufen zurück. Sie haben nicht zurückgerufen. Staatsanwalt Kai-Uwe Waschkies sagt zu diesem Vorwurf: Die Polizei geht, wie gesagt, allen eingereichten Hinweisen nach. Ob und wann jetzt das Ergebnis vorliegt, kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bewerten. Was würden Sie sich denn von der Polizei wünschen? Dass vernünftig, zeitnah, konzentriert die Sachen, die an Hinweisen eingegangen sind, dass die abgearbeitet werden und dass ich eine Rückmeldung dann bekomme, sei es über Akteneinsichtsrecht, sei es über ein persönliches Gespräch, was mit diesen Hinweisen, die ja schon in meinen Händen waren, dann auch tatsächlich passiert ist. Ob der Fall Frauke Liebs jemals aufgeklärt wird, wir wissen es nicht. Aber die Hoffnung aufzugeben kommt nicht in Frage. Weder für die Behörden noch für Fraukes Mutter. Wir sind letztendlich immer eine wichtige Zeugenaussage von der Klärung des Falls entfernt. Wenn diese Person, die vielleicht noch etwas weiß, die damals vielleicht ein falsches Alibi gegeben hat oder noch eine wichtige Bekundung gemacht hat, wenn diese Person noch kommt und uns mit ihrer Aussage hilft, dann können wir den Fall immer noch einer Klärung zuführen. Ich bin ganz sicher, dass es einen Täter gibt, der ein Umfeld hat, das etwas mitbekommen hat. Und ich finde, dass hier falsche Loyalität dem Täter
gegenüber da ist. Der hat letztlich ein Menschenleben auf dem Gewissen. Und diesem Täter gegenüber gebührt keine Loyalität, sondern die Loyalität sollte dem Opfer gegenüber da sein. Der Mord an Frau Geliebs und die Auseinandersetzung mit ihrem Fall bewegen Patrick und mich sehr. Also mich macht der Fall auch deswegen so betroffen, weil ich mich frage, ob Frauke durch diese Telefonat und das, was sie am Telefon gesagt hat, versucht hat, ihren Angehörigen irgendwie so Botschaften zu senden. Vielleicht wollte sie irgendwas sagen, irgendwelche Hinweise geben und es hat nicht geklappt. Und vielleicht werden die Angehörigen niemals rausfinden, was Frauke versucht hat zu sagen. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Voll. Auch die Hilflosigkeit, die da einfach mit einhergeht. Tatsächlich war Frauke Liebs das erste Thema, was ich auch behandelt habe auf meinem YouTube-Channel, wo ich mit einer Familie zusammengearbeitet habe, damals auch mit Ingrid Liebs. Und ich durfte jetzt auch für diesen Film hier mit Ingrid Liebs ein Interview führen. Und ich meine irgendwie, das so ein bisschen spüren zu können, diese Hilflosigkeit. Natürlich nie ganz so, wie sie es spürt, aber die Ungewissheit, die auch damit einhergeht. Also der Fall macht mich auch echt einfach fertig. Ich bewundere Ingrid Liebs wirklich sehr für ihre Stärke. Am Ende unseres Gesprächs hatte ich dann noch Tränen in den Augen, als sie mir erzählt hat, wie es ihr heute geht. Natürlich fehlt Frauke. Natürlich ist Frauke ein Teil des Lebens geblieben. Und das wird sie auch bleiben. Für mich, auch für die Geschwister von Frauke. Aber auch wenn das jetzt nach einer fürchterlich blöden Floskel klingt, das Leben geht weiter. Und die anderen beiden Kinder haben ja auch ein Recht darauf, wahrgenommen zu werden von mir. Und das könnte ich nicht, wenn ich in Trauer über Frauke versinken würde. Und deswegen habe ich im Grunde so eine zweigeteilte Haltung entwickelt. Ich akzeptiere den Verlust, er tut weh, aber ich freue mich über die Kinder, die ich noch habe. Und ich habe mittlerweile ein Enkelkind, auch darüber freue ich mich. Und das gleicht zwar den Verlust nicht aus, gibt aber Lebensmut. Ja, wie geht's euch mit diesem bewegenden Fall? Wart ihr damals vielleicht auch zu dieser Zeit hier in Paderborn, habt irgendwelche Hinweise? Habt ihr vielleicht auch das Spiel da drüben im Pub geschaut? Dann meldet euch bei der Polizei Bielefeld. Die Nummer und auch die Website von Fraukes Mutter findet ihr in der Infobox. Wenn ihr noch mehr über Verbrechen in NRW erfahren wollt, schaut euch auch unsere anderen Videos an.